Gespräch und das ist totaler Mumpitz. Das Wort natürlich kein Mensch. Duschst du auch mal? Ja. Entschuldigung. Ich schon, ja. Viele Gamer tun das nicht, aber ich schon. Isst du Brot? Bitte? Isst du Brot? Ja, deswegen halte mich auch viele für einen potenziellen Amokläufer, weil ich Brot esse, weil 5% aller Amokläufer essen ja schließlich auch Brot und 1% davon da spielst du in Kinderspiele. Ey, haben wir jetzt so wenig Fragen gestellt, dass wir das jetzt alles in 2 Minuten, also 2 Minuten Fragerunde, jeder eine Frage, die man vielleicht am besten mit Ja oder Nein beantworten kann. Wieso, er führt die doch gut aus, außerdem kommt das zum Sprechen. Ja, gut. Ja, eben, ein genialer Plan. Und jetzt hat Fee alles kaputt gemacht, danke Fee. Danke Fee. Immer okay, schnell eine neue Frage. Mario oder Luigi? Das ist Mario. Ja schon doof. Ich find's berechtigt. Magst du lieber die roten oder die grünen Pilze bei Mario? Ja, das ist genau so eine Frage. Magst du lieber den dicken oder den dünnen Typ? Warum magst du denn nicht den dicken? Hä? Hast du was gegen Dicker? Hast du was gegen Dünne? Ja, das wäre doch mal. Hast du was gegen Italiener? Was ist hier los? Magst du nicht in die Röhre kriechen? Die gehen dir aber nicht aus, dann die Fragen. Ja, das stimmt. Nee, ich hab nichts gegen okay, dann jetzt auf. Was ist dein Lieblingsgegner bei Super Mario? OMG, gibt's verschiedene Gegner? Also mein Lieblingsgegner ist immer schwer, ja, weil die meisten lassen sich ja dadurch töten, wenn man einfach mal von oben drauf springt. Was ich hier allerdings viel eher sagen kann, ist ein Hassgegner. Und zwar gab's bei Super Mario Galaxy 2, war das glaube ich, ein so ein komisches Drachenboss-Monster, was mich dermaßen aufgeregt hat. Da ist man auf so einer kleinen Kugel die ganze Zeit hin und her gesprungen auf so einem Planeten, während der einen fröhlich die ganze Zeit bearbeitet hat. Und das war ordentlich schwer und hat wirklich sehr frustrierend auf mich gewirkt. Und einige Controller, okay, nicht wirklich gefordert, aber einige Macken im Controller gekostet. Oh oh. Das heißt, die sind jetzt wieder ganz. Das ist doch schön. Ist sehr schön. Der Rio sieht immer die positiven Sachen. Ja. Richtig. Rio halt. Ich bin eine Frohnatur eigentlich. Eine Flohnatur. Der Rio-Kart LP. Eine Flohnatur. WTF. Mann, das juckt mich schon wieder. Aber auch das wird mir als Angriffsfläche dargeboten. Ja, ja. Ja. Ah, schön. Lalala, eine Flohnatur. Ich hasse euch alle, geht sterben. Nein, okay. Nein, nicht so negativ, Rio Kart LP. Seit wann sprechen wir eigentlich jetzt jeden Namen aus? Schmunzelfee. Wo ist die hellgraue Wolle hin? Die hat schwarze Wolle. Was hab ich? Ich hab die Wolle letzte Mal erst aufgefüllt, ihr Nasi-Hasis. Also haltet mal den Ball schön flach, ey. Nasi-Hasis. Ja, gleich hier wird aber Schaschlik, ey. Hasenschaschlik. Gleich gibt's Beifall. Nein, warte, gleich klatscht es aber kein Beifall, du was. Es klatscht gleich zweimal, aber kein Beifall. Sag ich immer. Ständig. Nein. Immer ständig. Ja, ständig. Ständig macht sie mich fertig, ey. Voll gemobbt. Ständig, immer ständig. Ich dachte, wir wollten noch Mario-Fragen an den Nils stellen. Genau. Machen. In ein ins Weekend-Feeling. Mit Zocken. Keine Schleichwerbung. Hält euch sonst nichts ein. Wie ist denn dein Haus? Du müsst jetzt nämlich hintermachen, weil wir müssen ja noch singen. Oh, oh. Schalt einfach ab. Lass dich mal gehen. So, mit meinem Haus wäre ich eigentlich fertig. Was natürlich schwierig ist zu singen, weil du hörst ja keine Musik. Hast du gesagt. Okay, dann alles zu seinem Haus. Er ist fertig, hat er gesagt. Hinein. Yeah. Scheiß, Mann! Verfickter Pool, ich reiß den ganzen Kack hier ab, ihr verdammt Kackblase, ihr alles voller Wasser. Jetzt kommt's um sein Haus. Ja, yeah, aber jetzt kommt deine wahre Seite raus, Marv. Bitte Marv? Hast du mich gerade Marv genannt? Ich hab dich nicht Marv genannt, nein. Ich stell mir gerade Rio und Marv vor, die so nebeneinander stehen und dann so mit so Finger aufeinander zeigen und dann fusionieren. Zu was? Zu Rio-Kraft oder zu Marv-LP. Genau. Rio-Kraft? Ey, ich hab ein Projekt, was Rio-Kraft heißt, verarsch mich nicht. Geil. Oh, ihr seid schon fusioniert. Das ist wie diese Karten, diese Kampfkarten. Okay. Ich glaube, dein Haus ist nicht ganz synchron. Fusionieren. Ne, das stimmt. Da können wir eigentlich eine Doppeltür draus machen, hast du recht. Kunterbunt aus. Das dachte ich mir, das ist so ein kleiner... Nicht die Villa Kunterbunt. Das ist so ein kleiner Shop vielleicht, weil mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, was sich vielleicht auch in der Stadt integrieren könnte. Also hier steht man dann immer... Integrieren.
Das ist doch cool. Kann man hier Zaubertränke kaufen? Nee, hier gibt's momentan nur Dekoration. Nein, du guck kannst mal, nicht auch Zäune, Chris, hier. Zäune. Es gibt nur Zäune, Zäune. Jede Menge Zäune. Große Zäune, kleine Zäune. Eine ganze Tür Zäune. 5 Euro. Zäune. Und dann packe ich auch ein paar Zäune dabei. Ich möchte einen Zauberstab, bitte. Mir ist gerade so diese Hölle da eingefallen. Der ist ja die immer auf dem Markt. Aber nein, Regummi auch. Kann ich meine Zäune bitte wieder haben? Ich brauche die. Danke, dass du mir hier die Bude vollmüllt. Also, oder? Mit Zäunen. Oder hier gibt's Kuchen. Achso, da oben Kuchen. Ist sozusagen mein Schlafplatz. Nee, aber Schnitzel. Oh, ein Schlafplatz. Ich kann zaubern. Ein Bett. Du kannst zaubern, ich kann auch zaubern. Ja. Ich könnte eine Runde grillen mit den Schnitzeln. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Wollt ihr sehen? Nein. Er wollte ihr sehen, aber sehen wollen wir das nicht. Der ist ja alt. Fährt sich denn so langsam grün? Ich musste nur noch eben schnell ein Schild dran machen. Robert, du hast deine Schere auf den Tresen liegen lassen. Das ist jetzt meine. Ach, nee, meine Schere habe ich hier. Ach, ich hab voll das immer da, ich kann sie gar nicht klauen. Ach doch, meine. Aber hier, kann ich sie auch wegschmeißen, bitte. Wollen wir nicht vielleicht erst zur Bühne gehen, hier zu der anderen, wo wir gerade in der Nähe sind? Abstraktes Haus. Das machen wir auch noch, genau. Eben. Er muss auch sein Schild eben aufstellen. Sofort. Was hast du denn? Hast du ein Schild? Weißt du, was du hinschreiben musst? Nein. Ich mach mal jetzt ganz schnell Timeset 1, weil wir auch keine Zeit haben. Du hast gecheatet! In der zweiten Zeile muss dein Real-Life-Name stehen und in der dritten Zeile dein eigentlich Minecraft-Name, aber du kannst auch natürlich deinen YouTube-Name nehmen. Was soll das sein, Lykantrag? Und? Ein Stück totes für die Models, ein Stück totes Fleisch für die Models, damit sie auch mal was essen zwischendurch. Er hat gesagt, er grillt gerne. Ey, er hätte was mit dem Stück Fleisch machen können. Brother, du bist kein Model. Es ist zu viel für ein Model. So. Das passt nur in die Fee und in die Lykantra rein. Nee, warte mal, wenn das ein Model, ja, wenn der so Model ist. Steak ist bitte. Nee, dann muss das Steak wieder weg, weil dann muss nämlich eigentlich hier so, die essen doch nur sowas hier. Wattebörschen. Aber der grillt doch gern. Achso, okay, ja, okay. Also das ist unser Laufsteg, wie du schon siehst. Oh, cool. Da darfst du jetzt da ganz hinten rüber gehen und dann darfst du hier drüber laufen und Posen machen und wir bewerten dich hinterher. Special Effects! Klar. Also, du hast gerade das Steak geklaut. Da kann ich ja jetzt meine Kenntnisse über Bruce Darnell richtig spielen lassen. Oh, ich habe ein Steak geklaut. Ja. So, immer schön. Wer ist denn heute Jury? Warte, wir machen heute Jury. Ich und wer noch? Wer ist mit mir Jury? Wo ist denn hier ist das Steak? Ich habe das Steak. Soll ich heute mal mit dem Bruce versuchen? Und Bruce? Die Tasche muss leben, Baby. Also ich bin hier Zuschauer, das kann ich am besten. Oh, wunderbar. Okay, dann brauchen wir noch einen, Rio. Wunderbar. Hä? Was mit mir? Du musst Jury machen. Wen haben wir denn umgerechnet? Den kann man ja noch spielen. Wen kannst du denn? Wen soll ich? Also sie ist Bruce, ich bin Heidi. Wer bist du? Dann bin ich der Thomas. Mit der dicken Brille. Der von Bielefeld. Wer bist du jetzt? Der Thomas. Ach, der Thomas, okay. Ja, dann Dann kennst du ihn doch. Dann walk mal los. Walk mal los. Achso, falsche Musik. Ja, jetzt einmal drehen oder sowas? Los, Baby, los! Shake your Drama, Baby, hitting. Genau. Das ist so schön. Ja. Okay, reicht. Verschwindelig. Bruce, deine Meinung? Oh meine Güte, was war das für eine Performance? Ich meine, du kamst von da hinten, ich meine so richtig, richtig mit Elan nach vorne, aber dann kam gar nichts mehr. Ich meine, wir haben dir das schon so ein Stück Fleisch hingepackt, ja? Du hattest quasi die Fleischdarbietung, du hättest etwas damit machen können, aber dieses Fleisch, es lag da so alleine rum. Es wird nicht so schön. Aber von mir tut mir leid, gibt es heute kein Foto. Also nee, Heidi, das geht heute nicht, weil ich finde, der hat viel zu wenig gemacht und nee, mehr Attitude, Baby, mehr Attitude. Aber Model werden war doch schon immer mein Traum. Nicht weinen, Schatz, dürfen nicht reden. Nicht weinen. Nächstes Mal kommst du nächstes Mal wieder, du bist jetzt 16, ja? Jetzt genug. Das war eine Thomas Mischung aus Amerikanisch, Indisch und Holländisch. Ich weiß, ich hätte nicht mal die Hunter machen sollen, die kann ich besser. Jawohl. Thomas ist dran. Also, oder? Ja. Entschuldigung, ich muss mich in meiner Rolle finden. Also, fangen wir an. Au! Was zum Teufel ist hier los? Nein, das geht so. Ich muss sagen, du hast wirklich
das Kleid wirklich sehr schön zur Schau getragen und es war wirklich exciting. Und ich finde, du bist so hübsch und dein Gesicht, das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber beim Fotoshoot, da hast du einfach, da warst du nicht du selbst, du hast beim Shoot echt keine gute Performance abgeliefert, verstehst du, was ich meine? Und das war, ich weiß echt nicht gerade, was wir mit dir machen sollen. Ich weiß nicht. Oh. Also du warst super, auf dem Laufsteg warst du super, du hast wirklich eine tolle Performance da gebietet, aber beim Fotoshoot, beim Shoot, das hat einfach nicht so gepasst. Also, ich weiß nicht, du bist für mich momentan wirklich eine Wackelkandidatin. Ich muss gerade überlegen, Heidi, was würdest du dazu sagen? Wir sollten uns vielleicht dann noch ein Berat schlagen. Sollten wir sie vielleicht zurückstellen und noch eine Runde machen? Sollten wir uns vielleicht begrapschen? Also, ich sehe das so. Sie trägt Haute Couture, läuft aber Galopp. Das passt einfach nicht zusammen. Also, den Galopp ist gut gelaufen, aber mit dem Haute Couture-Kleid, das passt einfach nicht. Also, von die Drehung am Ende, das, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen uns noch beratschlagen. Also, wir setzen uns nachher nochmal zusammen und überlegen, ob wir dir vielleicht ein Foto geben oder ob wir dich rausschmeißen. Oh, jetzt tun mir die Eier weh. Oh, lass mich doch streicheln. Hallo? Bitte? Weg, hier weg! Jetzt wird's echt... So, jetzt muss er noch singen. Oh ja, komm her. Warte, ich stimme mich wieder hin. Aber das ist etwas sehr Privates. Plötzlich war die Minecraft-WG-Folge doch zu Ende und Brother hat das erste Mal einen Schnitt gemacht. Nein. Ja. Never. So, wir müssen zur Bühne. Schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit. Ich glaube, mein Mitbewohner hat mich angesteckt. War mit Husten. Ich werde ihn töten. Verrecke leise. Halt stirb, Kette. Earl. Stirb. Genau. Natürlich ist die Bühne genau auf der anderen Seite unseres Dorfes, ne? So wie sich das gehört. Ja, wieso? Jeder Gang macht Schlangen, ne? Und wir haben schon lange nicht mehr durch Bob geschickt, aber das machen wir heute mit ihm nicht. Ist auch irgendwie nicht so spannend. Nee, eben irgendwie. Nicht mehr. Das war einfach mal cool, jetzt nicht mehr. Jetzt, bunte Schafe. Ich hoffe, er weiß schon, was er singen soll. Bunte Schafe. Singen? Hallo, Schafe. Ja, ich weiß, was ich singen soll. Ja. Oder beziehungsweise ich kann mir was... Ich muss natürlich auch warten, bis die anderen auch hier sind. Ich glaube, der Rio besorgt sich wieder Eier. Nee, doch nicht. Ich glaube, manchen Gästen geht's ganz schön... unter die Haut, wenn die da auf der Bühne stehen müssen. Muss ich jetzt alleine nicht singen oder macht ihr mit? Ja, du musst aber in die Mitte gehen, wo das Mikrofon ist. Tanzen, wir tanzen. Auf mich warten. Ja. We are children. Rio, du bist weiter weiß ich leider nicht so die Hose. Cool wäre ja, wenn du ein Kinderlied auf Minecraft umdichten würdest, aber das ist jetzt nicht so spontan. Aber das Einzige, was ich jetzt singen könnte, wäre Trololo zu Ehren von Edward Kill, der vorgestern leider gestorben ist an Folgen eines Schlaganfalls. Aber lass ihn das singen, Mirio. So. Egal, sing was du willst. Jetzt komme ich langsam in die Betriebe zugeben. Du kannst sogar auch Leute hier keine Texte kennen, weil ich kaum Musik mit Texten höre. Du kannst vor allem auch Leute hier dazu anstiften, irgendwelche Musikinstrumente nachzumachen. Ja, komm her. Wir holen die Gitarre raus und begleite mich. Ohne Gitarre. Wieso, du kannst doch Gitarre. Ja, weißt du musst halt erst einstimmen und vom Speicher holen. Beim nächsten Mal machst du bitte zu der WG-Aufnahme deine Gitarre bereit. Oh ja, das geht doch. Was ist das denn? Ein Glas. Ein Wasserglas. Oh nee. Ich hab hier sowas. Hab ich auch was? Okay, wir machen jetzt einfach irgendwelche Geräusche und du machst dann Trollololol. Los, bitteschön. Bam, 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 bam. Das klang so ein bisschen wie das Bud Spencer-Ding. Ja, natürlich, das ist es auch. Ja, deswegen habe ich ja das ja auch reingemacht, dieses lalala. Ich musste mich so zurückhalten, dass ich das Lachen anfange. Dieses Bom-Bom-Bom, das klang genauso, deswegen habe ich dieses lalala dazu gemacht. Das klingt doch so, oder? Ja, genau richtig. Wunderbar. Also wieder jetzt Bud Spencer, welcher Film ist das? Ich weiß auch nicht mehr. Der ist auf jeden Fall mit dem Buggy, ne? Das mit dem Buggy? Das war hier, sie nannten ihn Rather.
Das sind dann vier Fäuste für Russia war das. Das kommt so schnell in der Minecraft-WG. Vier Fäuste für Rada. Vier Fäuste für ein Rada-Luja. So, ich danke den Nils, auch wenn er jetzt total geschockt ist und nie wieder Minecraft spielt. Das war eine interessante Erfahrung. Ja. Also, heute waren wir extrem schlimm, finde ich. Also, wir waren auch schon mal nicht so aufgedreht, aber heute war es wieder... Ja, schlimm. Das ist Mittelmaß. War es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dich hier zu haben. Ja, danke für das volle Haus. Ja, die Villa kunterbunt. Jederzeit. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, sau, ich war mal sehr lustig hier. War schön mal dabei zu sein und unterhaltsam. Man darf auch sehen, dass ich leider singen musste, was für ein wärmes Feld, aber... Ah, wir haben dich doch begleitet, also wunderbar eigentlich. Das ist wieder ein neuer Hit. Du hast natürlich das Pech, dass Fee eine CD machen will und da dieses Lied auch draufkommt, was du jetzt gesungen hast, aber das ist eine andere Geschichte. Rio, wenn du dich auch darüber stellst, können wir eine Verabschiedung machen. Weil da sieht man dich nicht. Außer du willst nicht mit drauf sein, das ist ja auch... Du darfst auch da zu den anderen gehen. Ja, wohin? So, nur mich sieht man nicht. Achso. Gut. Ja, dann würde ich sagen, auf 3 schreien wir alle Tschüss oder Apfelkuchen oder was auch immer. Wer schlägt mich auf 17. Hier? Eigentlich auf 17. 1, 2, 17. Tschüss.